Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem Spiel des Sportclub Rissasees gegen die Hannover Indians, präsentiert von Teamspeak. Ich begrüße unsere Gäste aus Hannover, an deren Spitze Christian Grünhorst, Vertreter der Presse, Sie, liebe Gäste hier im VIP-Bereich. Christian, deine Meinung zum Spiel, bitte. Ja, wie jeder weiß, haben wir eine schwierige Woche hinter uns und wir sind hierher gekommen, um uns auch anständig aus dieser Liga zu verabschieden in 5 Spielen. Heute war das erste davon. Wenn man das Spiel dann sieht, ja, man hat schon in der einen oder anderen Situation gesehen, dass das dann nicht die letzte Ernsthaftigkeit war. Aber im letzten Drittel haben wir 15-4 Torschüsse gehabt, haben wir das dann daraufhin auch noch den Ausgleich erzwungen und noch mehr in der Verlängerung dann. Dass er gerade der Daniel Hülpert heute sein erstes Tor schießt, das ist natürlich eine besondere Note. Aber großes Kompliment an die Mannschaft. Sie hat sich hier nicht hängen lassen. Sie hat, wie es halt auch in dem Rahmen, wie es momentan ist, möglich ist, alles versucht. Darauf bin ich stolz. Ich bin auch stolz auf unsere Zuschauer und Fans, die heute hier waren. Zug, Auto, geflogen, alles da. Die Unterstützung in Hannover, das ist, glaube ich, selten in Deutschland sowas. Und wir sind sehr froh, dass wir heute hier gewonnen haben und am Sonntag wartet unsere nächste Aufgabe mit Rosenheim. Danke. Danke, Christian Kühnast. Tobi, deine Meinung zum Spiel? Ja, Gratulation an Hannover und den Sieg. Die ersten 40 Minuten da, muss ich sagen, das war okay von unserer Seite. Ich glaube, wir waren nicht optisch überlegen. Wir haben gute Chancen gehabt, um in Führung die Führung auszubauen. Und im letzten Drittel muss ich ganz klar sagen, wir haben alles eigentlich vermissen lassen, was notwendig gewesen wäre, um das Spiel heimzubringen. Von der taktischen Disziplin angefangen, über Zweikampfverhalten, über ein gutes Passspiel, über Cleverheit, über von der Strafbank wegbleiben. Also es gibt so viele Punkte, wo wir uns das Gegentor in 60 Minuten abgebettelt haben und das haben wir dann auch bekommen, wenn man so spielt. Das ist ganz klar, da muss man selbstkritisch sein. Und so geht es halt dann nicht. Da reichen dann 20 Minuten, schlechte 20 Minuten, um ein Spiel abzugeben. Und das hat Hannover optimal genützt. Und darum haben sie sich die Verlängerung erarbeitet und in der Verlängerung dann das klar gemacht, was wir ihnen gegeben haben. So war es und das ist bitter, das ist enttäuschend auch und ja, frustrierend. Das ist, so haben wir uns das nicht vorgestellt heute. Danke. Danke, Toni. Fragen der Presse. Was überwiegt jetzt in den letzten 2 Wochen? Die Erleichterung, dass es vorbei ist oder dass man noch das Pflichtprogramm vor sich hat? Die Erleichterung, dass es vorbei ist. Weitere Fragen? Und wie schwer ist es jetzt mit der Mannschaft umzugehen? Vorher haben wir gesagt, okay, man bereitet sich auf die Playdowns vor, jetzt ist das nicht mehr der Fall. Ja, die ganze Situation ist ja in der Liga ist ja eigentlich fast nicht zu glauben, was in den letzten 10, 14 Tagen, eine Woche alles ergeben hat, abgespielt hat. Das ist ja ein Zustand, der dem tollen Eishockeysport gar nicht würdig ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Typ, wo es ringsherum, wenn es brennt oder irgendwas ist, wir uns gar nicht groß beeinflussen lassen sollten. Es ist ein Eishockeyspiel, es sind 60 Minuten, 65 Minuten zu spielen und wenn ich da hergehe und einen Kampf annehme gegen einen Gegner, der auch gewinnen will, dann muss ich einfach über 60 Minuten arbeiten und egal welche Situation das ringsherum ist, und das haben wir heute nicht gemacht. Und darum hat es nur zu einem Punkt gereicht und haben wir halt wieder verloren. Und das ist eigentlich ein Scheißdreck, muss ich ganz klar sagen, weil wenn ich herkomme, dann bin ich auch für 60 Minuten bereit und nicht nur für 40. Weitere Fragen? Keine Fragen mehr. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Nachhauseweg und schönen Sonntag noch.
Wo ist der noch? Na, servus. Achso, lass mich raus. Bedanke mich und wünsche den Gästen einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns wieder zum letzten Heimspiel nächsten Freitag gegen Dresden. Dankeschön.